Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet und es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er: Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Wer seinen Brüder verleumdet und seinen Brüder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Einer ist nur der Gesetzgeber, der die Macht hat, zu retten und zu verderben. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Bis soweit die Lesung aus dem Wort Gottes. Glückselig sind die, die Gottes Wort hören und es bewahren. Amen. Ausgangspunkt für die Predigt ist Jakobus 4, das 8. Vers, wo Jakobus schreibt: Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Gemeinde unseres Herrn Jesu Christi, liebe Geschwister, wir sind hier zusammengekommen, wie an jedem Sonntag. Und am vergangenen Mittwoch war ich in meiner Kirche in den Niederlanden, weil es dort am zweiten Mittwoch im Februar immer Betetag ist für die Fischerei. Ich arbeite in einem Dorf, wo viele Fischerleute sind. Also habe ich am vergangenen Mittwoch auch über diesen Text aus Jakobus gepredigt. Denn ob es nun Betetag ist oder Sonntag oder einen normalen Wochentag, eigentlich ist jeden Tag ein Tag, um zu beten. Auch um Gott zu danken, denn Beten ist nicht nur Fürbitte. Nicht nur, dass wir Gott um etwas fragen, aber auch, dass wir Gott danken, ihm loben, auch unsere Sünden bekennen. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal das Exempel von der Hand gehört habt, wie man zu beten hat. Zum Ersten hat man den Daumen. Ach, Sophia hat es gehört. Also den Daumen, das ist, um Gott zu loben, zu preisen. Sagen, dass er gut ist in seinen Eigenschaften. Der Zeigefinger, der lehrt uns, dass wir auch Sachen anzeigen können, für denen wir dankbar sind. Heute Morgen bin ich dankbar, dass es einen Gitarristen gibt, der
den Gemeindesang begleite. Das ist für mich als Pfarrer immer ein Albtraum, dass ich irgendwo bin und es gibt keinen Musiker, und dass ich vorsingen muss. Also das zeige ich an, ich bin dankbar dafür. Aber so gibt es noch viel mehr, für das wir dankbar sein können. Dann gibt es noch, und das werde ich abschirmen, den Mittelfinger. Das haben wir heute Morgen auch gelehrt, dass wir unseren Sünden bekennen. Dass wir auch sagen, was falsch war in der vergangenen Woche, was falsch ist in unserem Leben. Das hört auch dazu, dass wir Gott kennen, seine Majestät, seine Güte, und dass wir auch erkennen, dass wir in Sünde gefallen sind, dass wir nichts mehr sind, so als Gott uns geschaffen hat, und dass wir uns bekehren müssen, zu ihm kehren müssen. Dann gibt es noch zwei Finger, den Ringfinger, dass wir auch beten dürfen für diejenigen, die mit uns verbunden sind. Unser Mann, unsere Frau, wenn wir verheiratet sind oder eine Freundin oder Freund haben. Aber auch die Mitglieder unserer Gemeinde, auch Leute in unserer Gegend, unsere ganze Familie. Und zum Schluss auch den kleinen Finger, dass wir auch die kleinen Sachen bei Gott in Gebet bringen dürfen. Dass wir nicht denken müssen von, das ist so gering, so klein, das geht Gott gar nichts an. Nein, alles in unserem Leben ist wichtig, das dürfen wir auch Gott sagen. Also das ist der Hand, das sage ich auch immer zu den Kindern in meiner Gemeinde. Denk daran, wenn du betest, nicht, dass du mit den kleinen Sachen anfängst, die darfst du auch bei Gott bringen, aber fäng immer an mit dem Lobpreis, dass du sagst, danke, für wen du bist, Gott. Im Gebet, da bekennen wir auch, dass wir von Gott abhängig sind, dass wir ihn brauchen. Und das, darauf weist auch der Apostel Jakobus uns heute Morgen hin. Denn er sagt in Vers 13, wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Ich weiß, dass auch auf Deutsch es eine Abkürzung gibt, SCJ oder auch SGWUWL. Ich weiß nicht, ob es auf Spanisch auch so eine Abkürzung gibt. SGWUWL, das ist so Gott will und wir leben, was Jakobus hier heute Morgen schreibt. Und sehr oft in Kirchenblätter oder in Briefen von gläubigen Personen kann man auch diese Abkürzung lesen. Und SCJ, das steht für das lateinische Subconditione Jacobi. Unter dem Vorbehalt von Jakobus. Das ist auch das Gleiche, was wir heute Morgen gelesen haben. In den Niederlanden benutzen wir eine noch andere Abkürzung aus dem Lateinischen, Deo Volente, DV. Und in den vergangenen Monaten habe ich im niederländischen Fernsehen etwas anderes gehört, was auch mit dieser Abkürzung zu tun hat, Deo Volente, nämlich Corona Volente. Das ist eigentlich ganz absurd, aber es war im Fernsehen, ein nichtgläubiger Moderator hat das gesagt, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass wir nicht wissen, was morgen sein wird, was auch Jakobus sagt. Aber dieser Moderator hat Corona Volente gesagt, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass Corona mittlerweile ja, unser ganzes Leben bestimmt. Wir wissen nicht, was morgen sein wird, denn die Bestimmungen können wieder anders sein oder wir haben selbst ein positives Testergebnis und müssen in Quarantäne, wir müssen zu Hause bleiben und alles, was wir in unserem Terminkalender stehen haben, das können wir streichen. Okay, die ganze Welt hat das in den vergangenen Jahren gelernt, aber wir als Gläubigen, als Christen dürfen niemals sagen Corona Volente. Wir dürfen sagen, Deo Volente, denn es ist nicht Corona, das alles bestimmt in unserem Leben. Es ist Gott, das alles bestimmt. Und das gibt uns auch Trost, dass es nicht die Umstände sind,
die alles in unserem Leben bestimmen. Doch dass es eine Person gibt im Himmel, ein allmächtiger Gott, den wir fragen dürfen, der wir auch preisen dürfen um die schönen Dinge in unserem Leben und auf den wir auch unser Vertrauen festigen dürfen, auch in einer Pandemie wie die jetzige. Also auch wenn wir nicht wissen, auch als Gläubigen nicht, was morgen sein wird, wir wissen doch, dass morgen auch ein Tag ist, den Gott uns geben wird. Und letztendlich wissen wir ja auch den großen Plan, den Gott uns in seinem Wort deutlich macht, dass letztendlich er alles, Himmel und Erde, erneuern wird. Wir wissen nicht wann, aber wir wissen, dass wir wachsam sein müssen. Denn er kann, Jesus Christus kann sehr schnell wiederkommen, es kann auch noch dauern, aber wir müssen vorbereitet sein. Und auch im Gebet wissen wir, wird es uns immer wieder bewusst, dass wir auf Gott vertrauen, dass wir auch beten dürfen um Christi Rückkehr zu dieser Erde. Maranatha, unser Herr, komm. Das beten wir auch sehr oft in der Kirche. Und das Gebet ist dafür, dass wir Gott fragen, ihn preisen und uns abhängig wissen von unserem Herrn im Himmel. Also nicht Corona-Volente, aber Deo-Volente. Das gilt für alles in unserem Leben, auch für alles, das wir heute Morgen bei Gott im Gebet bringen werden. Das Gebet ist eigentlich auch wie der Atem für unser Leben, für unser leiblichen Leben. So ist das Gebet für unser geistliches Leben. Ich verstehe eigentlich nicht, wieso es auch in meiner Gemeinde Leute gibt, die eigentlich es schwierig finden, um zu beten. Oder eigentlich, ich verstehe es sehr wohl, aber so sollte es eigentlich nicht sein. Es kann verschiedene Gründe geben, weswegen wir es schwierig finden, um in Gebet zu Gott zu gehen. Vielleicht wissen wir nicht die Worte, die wir benutzen können. Aber dann können wir auch im Evangelium das Unser Vater aufschlagen und das beten. Und das macht doch nichts, welche Sprache wir benutzen, Spanisch, Niederländisch, Deutsch. Wir können das Vaterunser jederzeit beten. Vielleicht aber gibt es auch Leute, die uns zuschauen, die es schwierig finden, um zu beten, weil sie denken, ich bin so schlecht, ich tue immer noch das und das. Und wenn ich wirklich ein Kind Gottes wäre, dann würde ich das nicht tun. Heute Morgen haben wir auch die Vorbereitung aus dem Abendmahlsformular gelesen und da werden auch verschiedene Sünden aufgelistet. Und da kann ich euch, aber ich kann auch mich selbst fragen, wann habe ich das alles getan oder habe ich das alles gelassen? Und da muss ich sagen, auch in meinem Leben ist noch viel verkehrt. Leider. Und das finde ich schrecklich, denn eigentlich weiß ich, dass gut, was gut ist. Und manchmal unterlasse ich es. Und Jakobus sagt, wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Auch in meinem Leben ist noch viel Sünde. Aber ich bereue es. Ich bringe es bei Gott. Und ich frage auch, dass er mich durch seinen Geist führt und mich hilft, um es nicht wieder zu tun. Vielleicht aber gibt es auch manche unter uns, die denken, ja, aber ich diese und diese Sünde tue ich immer wieder. Ja, dann musst du damit aufhören. Vielleicht ist es auch der Teufel, der dich immer wieder einflüstert, dass du doch scheitern wirst in deinem Streit und dass du es dann besser gleich tun kannst, diese und diese Sünde. Aber diese Stimme, da muss man nicht zuhören. Der Teufel ist listig, aber er ist nicht übermächtig. Unser Gott, der hat alle Macht. Und Jakobus gibt uns auch die Sicherheit, das sagt er uns heute Morgen auch in Kapitel 4, das muss ich nur mal schnell im deutschen Text nachsehen,
wo es steht, dass wir, in Vers 7, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Eigentlich ist der Teufel ganz ängstlich. Er weiß, dass er keine Macht hat gegenüber Gott. Und doch versucht er es immer wieder. Er ist töricht, aber auch listig. Er weiß unsere Schwächen. Und wenn wir in eigener Kraft versuchen, den Teufel zu widerstehen, da werden wir scheitern. Ich, du, wir alle. Aber wenn wir auf Gott vertrauen, zu ihm gehen und seine Rüstung tragen, den er auch in Epheser 6 beschreibt, da können wir dem Teufel widerstehen. Da wird er von uns fliehen. Also wenn wir bemerken, dass es eine Sünde in unserem Leben gibt, den wir nicht widerstehen können, gerade dann müssten wir im Gebet zu Gott gehen, ihm fragen, dass er uns hilft. Vielleicht ist es doch etwas, das für uns eine Art Prüfung ist. Dann müssten wir auch auf Gott vertrauen, ihn bitten um Kraft in der Versuchung. Der Teufel, ihm gehören wir nicht. Wir gehören nur dem Herrn Jesu Christi, der für uns bezahlt hat, mit seinem Blut. Und das dürfen wir auch, das können wir auch dem Teufel sagen, wenn er uns versucht. Aber es ist nicht nur der Teufel, der uns in Versuchung bringt. Unser eigenes Herz ist oft das Problem. Und darüber spricht Jakobus ganz deutlich heute Morgen, dass es Begierden gibt in den Herzen auch der Christen in seiner Zeit, auch in unserer Zeit. Und was ich euch heute Morgen ganz deutlich sagen möchte, ist, dass wir uns nicht von der Welt bestimmen lassen müssen, was unser Begehren ist, aber von Gott. Denn, und das ist, was Jakobus schreibt, wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Also wer ist unser Freund? Welcher ein Freund ist, ist Jesus. Der möchte wirklich unser Freund sein. Der hat auch sein Leben für uns gegeben. Also wir können sicher sein, dass er das Gute sucht für uns, dass er das Allerbeste, dass er wirklich ein Freund ist. In der Welt gibt es auch Freunde. Ja, vielleicht gibt es gute Freunde, auf denen wir zurückfallen können. Aber menschliche Freunde können uns auch enttäuschen. Leider. Es sind Menschen, genau wie wir auch anderen enttäuschen können. Gott wird uns nie enttäuschen. Aber er möchte auch, dass wir treu sind in unserer Freundschaft zu ihm. Und im Alten Testament wird auch sehr oft das Bild einer Ehe benutzt für die Beziehung zwischen Gott und sein Volk. Israel, aber auch den Gläubigen im Neuen Testament. Wir müssen treu sein. Und nicht ehebrecherisch, dass wir mit unserem Mund Gott dienen, ihm preisen und im nächsten Moment mit unserem Mund Sachen sagen, die nichts mit Gott zu tun haben. Dass wir Versprechen machen an einem anderen und sie nicht nachkommen, zum Beispiel. Oder Gott verhüte, dass wir seinen Namen missbrauchen. Das sollte überhaupt nicht uns passieren. Auch nicht, wenn wir mit einem Hammer unseren Daumen treffen. Dass wir nicht seinen Namen missbrauchen. Wir müssen ihm gehorchen und seine Gebote sind so einfach. Die Liebe zu ihm an erster Stelle und die Liebe zu unserem Nächsten an zweiter Stelle. Aber so oft gelingt es uns nicht, weil wir unser Verlangen, unsere Lüsten von der Welt bestimmen lassen. Und dann ist es für uns vielleicht noch viel schwieriger als in der Zeit des Apostel Jakobus. Denn in seiner Zeit gab es nicht die Werbung im Fernsehen, im Internet, auch an der Bushaltestelle. Ja, aber heutzutage, jeden Moment in unserem Leben, da sehen wir, was die Welt wichtig findet. Und auch für uns als Gläubigen ist es eine Versuchung, dass wir uns von der Welt sagen lassen, was eigentlich wichtig sein sollte. Ja. Ein schönes Haus, genügend Geld auf unsere Bankrechnung, schönes Auto, schnelles Internet,
Glasfaser oder, naja, und so weiter und so weiter und so weiter. Aber ist das wirklich das Wichtigste? Das Wichtigste in unserem Leben ist doch, dass wir Gott kennen. Und ob wir nun ein schnelles Internet haben oder nicht, ob wir nun in einem Appartement oder in einem Plattenbau oder ein Haus wie dieses wohnen, das ist eigentlich nicht wichtig. Aber von der Welt lassen wir uns sagen, dass es wichtig sein sollte, dass unsere Karriere das Wichtigste ist. Aber das ist es nicht. Nur Gott zu kennen, ihm zu vertrauen und unser Leben auf Jesus Christus zu bauen, das ist wirklich wichtig. Alle Häuser, die hier stehen, vielleicht, dass sie noch 100 Jahre hier stehen, vielleicht 200, aber alles wandelt sich hier auf Erden. Und alles geht vorbei. Unser eigenes Leben, aber auch alles, was wir aus Stein und Holz sehen, auch das verältert, wandelt sich, geht vorbei. Gottes Wort, das bleibt. Und wer auf Gottes Wort sein Vertrauen festigt, der bleibt auch. Denn Gott hält ihn. Das ist das Schöne, das Großartige des Evangeliums, dass wir wissen dürfen, dass es einen Gott gibt, der seinen Sohn zu uns gesandt hat, um für uns den Preis zu zahlen, für unseren Sünden. Das dürfen wir jeden Tag wieder lesen in sein Wort. Und nächsten Sonntag, da können wir es auch schmecken, da können wir es auch sehen, was es bedeutet, dass das Leib Christi für unseren Sünden gebrochen worden ist. Aber das ist eigentlich das Gleiche, was wir auch im Evangelium hören mit unseren Ohren. Wenn wir es nur hören, nicht nur am Sonntag, jeden Tag, auch morgen, dass wir wissen und den Tag anfangen mit Gebet. Herr, danke für diesen Tag, den du uns geschenkt hast, dass ich dein Freund sein kann, aber gib mir auch die Kraft, treu zu sein, dass ich nicht mit meinen Ohren lausche nach den Einflüsterungen der Welt, aber dass ich dein Wort höre und auch ein Täter deines Wortes bin. Jakobus sagt das an anderer Stelle in seinem Brief. Wir müssen Täter des Wortes sein und nicht nur Hörer. Dass wir auch das Evangelium in der Praxis bringen, damit auch anderen sehen, was Gottes Wort auswirkt in unserem Leben und auch begehren, den Gott zu kennen, der sich offenbart hat. Der Welt macht so viel Werbung. Eigentlich machen wir als Christen zu wenig Werbung. Die großen Kirchen, genau wie die kleinen. Wir haben das, wenn ich so sagen darf, das großartigste Produkt, das es gibt. Es ist kein Produkt natürlich, es ist Gottes Wort. Aber das Wort ist für jeden. Gott will nicht, dass Menschen verloren gehen. Er möchte ja, dass Leute zu ihm kommen, gerettet werden. Aber dann müssen sie doch sein Wort hören. Im Internet zum Glück gibt es auch Predigten im Überfluss, aber man muss sie finden. Und meistens ist es doch so, dass man von Nachbarn, von Leuten in der Umgebung, dass das noch viel deutlicher macht, was Gottes Wort auswirkt. Also wir sollen auch Werbung machen. Wir sollen auch das Evangelium in dieser Welt ausbreiten. Das ist nicht nur durch darüber zu sprechen, auch in der Art, wie wir leben, was an erster Stelle in unser Leben kommt. Und auch, dass wir manchmal auch zu anderen sagen, ich werde für dich beten. Denn im Gebet bringen wir nicht nur unser eigenen Anliegen bei Gott. Wir beten auch für anderen in unserer Umgebung und auch für die Welt. Denn alles hat mit Gott zu tun. Wir wollen auch für die Obrigkeit beten. Danken, dass wir in einem Land wohnen, in der Ruhe herrscht, auch wenn wir es nicht in alles die Obrigkeit zustimmen. Aber es hätte auch anders sein können, dass wir in einem Land wohnen würden, in dem es Unruhen gäbe oder Kämpfe. Jakobus lebte in einer schwierigen Zeit in Israel,
in denen es später eine Art Bürgerkrieg gab. Wir nennen das den Krieg gegen den Römer, aber auch innerhalb des jüdischen Volkes gab es Kriege. Und eigentlich klingt das auch im heutigen Kapitel an, denn es gibt Kriege, Morden. Das ist nicht nur Übertreibung. Sicher im Jahre 60 bis 70 gab es auch viele Dinge im jüdischen Volk, die schrecklich waren. Aber Gott hält die Treue. Und auch wenn es keinen Tempel in Jerusalem mehr gibt, überall auf dieser Welt, können wir im Gebet zu ihm gehen. Und wir müssen auch alle anderen in unserer Umgebung davon erzählen. Denn nur der Gott Israels ist der Gott, der uns errettet. Amen. Und da möchte ich jetzt auch zusammen mit euch beten. Herr unser Gott, Vater unseres Herrn Jesu Christi, der in ihm auch unser Vater sein möchtest. Herr, wir danken dir für alles, was du uns gibst. Aber vor allem danken wir dir, dass du zu uns sprichst in deinem Wort. Herr, vergib alles, was nicht gut war an diesem Morgen. Herr, vergib uns, dass wir manchmal nicht die Worte finden, um dich zu preisen oder um an anderen deutlich zu machen, was dein Wort sagt. Hilf uns, in der kommenden Woche von dir zu erzählen, auch für anderen zu beten. Herr, denn manchmal, da fragen wir nur im Gebet um die Sachen, die uns wichtig sind, ohne dass wir fragen, was du wichtig findest. Ja, Herr, manchmal dann ist es auch so, dass wir im Gebet einen ganz ausgefüllten Plan vor dich ausbreiten und eigentlich nur darauf warten, dass du deinen Stempel setzt, dass du es absegnest. Und manchmal sagst du dann auch, warte mal, mein Kind, ich weiß, dass das nicht gut für dich ist. Und dann bekommen wir von dir der Antwort Nein. Und manchmal sind wir dann enttäuscht, dass das Gebet nicht gebracht hat, was wir erhofft hatten. Aber lerne uns zu beten, wie auch dein Sohn gebeten hat. Nämlich, dass nicht unser Wille, aber dein Wille geschehe. Denn du weißt, was wirklich gut für uns ist. Und manchmal lässt du uns warten, um uns letztendlich noch etwas viel Besseres zu geben. Lerne uns auch rückblickend, deinen Segen zu sehen in unserem Leben, deine Führung. Denn, Herr, du bist bei uns, jeden Tag, jede Minute. Herr, gib uns auch heute, was wir brauchen, nämlich deinen Geist, der uns führt durch unserem Leben. Wir bitten dich auch für unsere Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt, wo sie auch zusammengekommen sind oder noch zusammenkommen werden, dass überall dein Name gepriesen wird, dass auch dein Wort nicht nur Hörer, sondern auch Täter findet. Ja, dass dein Wort das Leben vieler verändern wird, auch unser Leben. Herr, wir preisen dich jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Dann singen wir jetzt.